Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dirk und Radek's Disc Golf Tipps. Ja, neues Jahr, neues Glück. Wir machen weiter. Nach vielen Anfragen haben wir gesagt, komm, wir bringen noch ein paar Sachen. Haben wir ja auch angedeutet, ne? Und es macht auch riesen Spaß. Auch die Feedbacks, die gekommen sind, ne? Ganz genau, da möchte ich auch mich herzlich für bedanken. Das spornt einen an, weiterzumachen. Ja. So, Dirk, aber man muss kurz erwähnen, du hast eine tolle Saison gespielt. Nochmal Glückwunsch dazu. Dankeschön. Also, was ich damit sagen will, Dirk weiß, wovon er spricht. Okay, danke. Ja, sonst würdest du das nicht spielen, was du gespielt hast. Ja, gut. Aber gut, zurück zum Thema. So, ja, welches Thema haben wir denn heute eigentlich? Enheiser. Mal gucken. Das ist für die, die jetzt denken, okay, was hat er gesagt? Rechts rumwerfen, links rumwerfen um ein Hindernis. Radek fand das die Stelle am besten jetzt. Man sieht wunderbar zwei Bäume im Weg, Korb in der Mitte. Die besten Voraussetzungen, um das mal zu zeigen. Aber nochmal zu den Scheiben, Dirk. Welche Scheibentypen würdest du für einen Heiser und Enheiser verwenden? Also für einen Heiser nehmen wir stabile Scheiben, weil die natürlich hinten immer reinfallen und je enger die Kurve werden soll, je stabiler soll die Scheibe dann eigentlich sein, sage ich mal als Grundprinzip. Und für einen Enheiser, das heißt, wir werfen eine andere Seite um den Baum, sollte man eine instabile nehmen, weil mit einer stabilen Scheibe, die will sofort wieder aufmachen, sage ich jetzt mal für Einsteiger. Und da wird das unheimlich schwer, so einen Wurf hinzukriegen. Ja, kann ich mich nur anschließen? So, wir machen das jetzt euch mal vor, oder ich mache das vor. Dirk, erklär das wie beim letzten Mal und ja, viel Spaß beim Video. Bis gleich. So, wir gehen ein auf heute auf den Heiser. Wir richten uns jetzt erstmal vernünftig aus. Wir werfen ja jetzt nicht gerade zum Korb. Heißt, wir werfen, stellen uns so aus in Wurfrichtung. Und nehmen dabei jetzt den linken Fuß einen Schritt nach vorne, weil wir ja rechts an dem Baum vorbeiwerfen wollen. Und dann kippt die Hand automatisch schon mit ein. So, jetzt mal spielen wir das Ganze mal komplett ab, wie es sein soll. Radek wird jetzt mal einen Wurf ausüben, damit man mal sieht, optisch, wie es dann eigentlich im richtig aussehen soll. Ich bin gespannt, was er macht. Ja, Ah, zu kurz. das war perfekt, aber zu kurz, aber egal, die Technik stimmte. Machen wir nochmal. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Der erste Wurf war schon klasse gewesen. Wir gehen nochmal weiter drauf ein. Wir richten uns aus. Arm muss da ein bisschen höher sein und wir achten darauf, dass wir hier diese Wippe haben. Das heißt, die Scheibe von oben nach unten geht, weil wir ja den Heiser reinwerfen wollen. Radek zeigt uns das jetzt mal eben. Ah. So. Nicht weit genug nach außen gegangen, aber man Nochmal. konnte schön sehen, Wippe nach unten. So. So, Arm ist ein bisschen höher jetzt. Genau, so. Und dann sehen wir schon, der Okay. Körper geht nach vorne. Wir achten auf die Wippe. Nochmal. Ja. Perfekt. Und das mit dem Putter, ne? Top. Super. So, jetzt machen wir den Enheiser. Und ist wieder dasselbe Spiel. Wir werfen ja nicht gerade zum Korb. Also heißt, wir müssen uns in die Wurfrichtung ausrichten. Das heißt, wir nehmen den linken Fuß, beim Rechtshänder natürlich, nach hinten. Dann sieht man sofort beim Radik, der Oberkörper geht ein bisschen nach hinten und die Scheibe neigt sich auch so ein bisschen. So, und dann werden wir das mal testen, ob das so funktioniert, was wir ja auch erklären, ne? Nee, noch Der mehr. war schon nicht schlecht, aber der war leider gebounced. Das heißt, die Scheibe war vorne angestellt und dann macht sie ganz schnell wieder auf. Wir testen das nochmal. Richtig hin. Ja, perfekt. Schöner Wurf, wie aus dem Lehrbuch. So soll das Machen wir aber sein. nochmal. Um So, zu gucken, ob es wirklich Glück war oder. wie gesagt, So, erstmal ausrichten in Wurfrichtung. So, ein. Oberkörper geht ein Damit bisschen nach der. hinten, genau, und ziehen.
Sehr schön. Ja, ein Ah. bisschen aufgemacht, aber trotzdem, von der Technik her war es okay. Muss man vielleicht die Scheibe ein bisschen mehr anstellen, aufpassen mit dem Bouncen, aber ansonsten, das ist so grob, was wir erklären wollen, wie es funktioniert. Üben muss man halt selber. Genau. So, Radek versucht gerade aufzuräumen. Panik, weil das wird ja. Alter, du Scheiße. Nie, nie, nie. Auto eines Discgolfers, sage ich nur. So, ja, wir geht heute los. Beckum, wir haben uns mal entschlossen, mal wieder ein bisschen was zu produzieren. Und ja, wir schauen mal. Jetzt wird das ganze Equipment hier zusammengesucht. Dauert noch ein bisschen. Ja, sämtliche Objektive. So, ich gehe mal rüber zu mir. Zack, bei mir sieht es auch nicht besser aus. Ich habe schon mal ein bisschen was ausgepackt. Ja, es ist ne? Chaos pur. Ja, wie gesagt, wir legen gleich mal los und wir hoffen, dass euch das demnächst alles mal wieder so gefällt, was wir da so produzieren. So, wir stapfen jetzt mal hier durch die Gegend, suchen jetzt mal hier so ein irgendwas. Wieso den Drehort? Ein Drehort, Ja, ja, Drehort, was wo wir die Entwicklung Adäquates, ne? durchmachen. Natürlich schön ist, hier ist gerade nichts los. Ein wunderbarer blauer Himmel, fast. So, ja, Schlachtfeld. Das ist auch noch mal so alles raussuchen, reinpacken. Hier Stativ aufgebaut, Kampfspur, eine Scheibe liegt hier rum. Ja, und ja, wie gesagt, ein paar Pylonen habe ich mal besorgt. Dann kann man das auch besser alles erklären. Hier sind noch so ein paar Leute unterwegs. So, und jetzt geht's gleich weiter. Oh, ja, das ist das, was die anderen alle nicht sehen. Das ganze Equipment, Kabel. Wir haben ungefähr gefühlt so 50 Meter Kabel hier verlegt im Park. Ne? Nein, aber das muss alles sein, ne? Damit ihr uns auch versteht und hört. Und ihr seht ja, das sind so die Sachen, die zwischendurch passieren. Ne? Und Radi gewickelt und wickelt. Ist schon seit einer halben Stunde am Wir Wickeln. möchten aber keine Werbung für Zigaretten machen, ne? Das ist Nein. einfach. Minimalistisch, wir nehmen das, was hier rumliegt. Ne?